Moin zusammen. Ja, heute mal ein Video über scheinbare Widersprüche von Narzissten, die natürlich in echt keine Widersprüche sind, weil Narzissten sind ein einziger Widerspruch. Und vielleicht noch mal zur Erklärung des Kanals. Dieser Kanal beschäftigt sich überwiegend mit romantischen Beziehungen. Ich habe auch hier und da mal andere Themen angesprochen. Was ich auch nicht so mache, ist, dass ich die Begrifflichkeiten und diesen narzisstischen Kreislauf an sich so aufgreife, sondern ich erkläre hier eher, was in narzisstischen Beziehungen passiert, wie das in der Praxis abläuft. Darum geht es hier in diesem Kanal. Und dass ihr besser erkennt, wo ihr da drin steckt. Aus dem Leben heraus quasi. Ja, Widersprüche, scheinbare Widersprüche von Narzissten. Einen wirklich wichtigen Widerspruch, den alle kennen, die mit Narzissten zu tun haben, und das sogar außerhalb narzisstischer Beziehungen, also romantischer Beziehungen, ist Drama. Ständiges Drama. Sie werfen dir vor, du machst ständiges Drama. Ja, kennen wir alle. Das Thema ist, ihr seid zusammen unterwegs und eigentlich ist alles schön. Und wie auch immer, aus heiterem Himmel finden die ein Thema und sie schneiden auch immer mehr Themen an, bis dir der Kragen platzt. Boom, da haben sie dich wieder an genau der Stelle, wo sie dich haben wollen. Sie werfen dir vor, hör doch mal auf mit diesem ständigen Drama. Dass sie dieses Drama provoziert haben, das wollen sie natürlich nicht. Und mit diesem Drama triangulieren sie dich natürlich auch. Ne? Es ist doch klar, dass du irgendwann anfängst, wenn dich jemand provoziert, dich zu wehren. So, und warum machen sie auch noch Drama? Sie machen natürlich das Drama, um dich zu konditionieren. Ja, du sollst auf Schnipp genau das machen, was sie wollen. Das ist reine Konditionierung. Und sie machen dir wieder mal klar, dass das, was wir sagen, natürlich nicht stimmt. Das stimmt nicht. Wie kommst du darauf? Nur hör doch mal auf, das immer so hinzudrehen. Ja, das sind doch die Worte, die wir immer wieder hören. So. Und sie machen Feindschaft zu Freundschaft und Freundschaft zu Feindschaft. Sie drehen immer alles irgendwie ganz komisch hin. Und du kommst dir total bekloppt vor und denkst, mein Gott, warum kann ich denn hier nichts klären? Wie, wir wollten zum Strand fahren, wir wollten uns einen schönen Tag in der Sonne machen und jetzt sitzen wir hier im Auto und streiten über Dinge, die mit diesem Tag nichts zu tun haben. Naja, woran könnte das liegen? Erstens hatte der wahrscheinlich seinen neuen Supply oder sie schon den neuen Supply im Kopf und hat überhaupt keinen Bock darauf, diesen Tag mit dir zu verbringen. Ja? Darum wollen sie Drama und dass du bloß nicht wieder auf eine Idee kommst, mit denen einen schönen romantischen Tag zu machen. Oder sie wollen dir den Tag so vermiesen, dass das vielleicht auch gar nicht so lange dauert, dass das schnell vorbeigeht, weil ihr müsst ja wissen, bei Narzissten darf es niemals schön sein. Sie wollen Drama, weil sie ein einziges Drama sind. Das ist ein Widerspruch. Bei Narzissten ist es niemals schön. Und sie fühlen das auch niemals so. Ja? Sondern sie suchen immer das Haar in der Suppe. So, das nächste ist öffentliches Image. Es ist doch so, dass, was ich auch in anderen Videos schon erklärt habe, dass ihnen unheimlich wichtig ist, wie sie nach draußen sich darstellen, wie sie dastehen. Das ist unheimlich wichtig. Aber letztendlich sind es die fiesesten Menschen und falschesten Menschen, die es auf diesem Planeten überhaupt gibt. So, dieses öffentliche Image, da fangen sie natürlich an, diese Lügen über sich zu erzählen. Und das wird ja ein riesen Lügengerüst, was sie ständig am Laufen halten müssen. So, und das geht natürlich auch überhaupt nicht, dass sie dieses Lügengerüst auf lange Sicht aufrechterhalten können. Ja, und auch da zetteln sie dann möglicherweise wieder mal so ein Drama an,
dass wenn du denen so langsam auf die Schliche kommst und dieses Thema ansprichst, dann drehen sie das Ganze um und zack, du hängst im nächsten Streit. Das nächste ist, du bist niemals genug. Du musst dich ständig ändern. Und das ist ja dieses sogenannte Doppelbond, ja? Und du kannst das Beste aus dir geben. Du kannst die beste Person sein. Du bist nicht genug. So, und wenn du irgendwas Tolles gemacht hast, irgendwas Tolles erreicht hast, dann werden sie dich postum daran erinnern, was du nicht kannst, was du nicht gemacht hast, was du nicht geschafft hast, woran du nicht gedacht hast. Und schon hängst du wieder im Drama. Drama ist ein Grundpfeiler narzisstischer Beziehungen. Das nächste ist, Narzissten sind moralisch perfekt. Sie sind klasse, sind tolle Typen. Die verhalten sich immer total korrekt. Das ist ihr Bild, was sie versuchen nach außen aufrechtzuerhalten. Alles, was sie sagen, ist immer moralisch richtig. Sie sind eine tolle Person. Und sie werden aber dich ständig korrigieren. Wenn du irgendwas sagst, was irgendwie sonnenklar ist, werden sie dir erklären, dass es nicht sonnenklar ist und dass du völlig falsch liegst. Und sie finden auch hier wieder mal immer das Haar in der Suppe und sie werden dir beweisen, wie bekloppt du bist und dass du überhaupt nicht moralisch korrekt bist. Und dann holen die irgendwas aus der Kiste, wo jeder Mensch irgendwas hat, wo man sich nicht immer so hundertprozentig korrekt verhalten konnte. Muss gar nichts Schlimmes sein, aber das machen die zu einem Riesen, da machen die einen Riesenfass auf. So, und alles, was du sagst oder irgendwann mal falsch gesagt hast, das haben die abgespeichert und verwenden es irgendwann gegen dich. Aber sie selbst, und das wisst ihr auch, halten sich an gar nichts. Die halten sich nicht mal an die geringste Absprache. An nichts. Das spielt aber gar keine Rolle. Darüber wird auch nicht gesprochen. Das wird sofort negiert und da heißt es dann, naja, komm, hör doch mal auf. Ich habe das einfach nicht geschafft und nun reg dich doch nicht so auf. Dann machen wir das halt nächste Woche. Verstehst du? Wenn du diesen Fehler begehen würdest, zu spät zu kommen, wenn du dich mal falsch ausdrückst, du was falsch schreibst oder. Die werden immer sagen, was du für ein Idiot bist, wie blöd du bist, dass du nichts auf die Reihe kriegst. Und ich hatte hier sogar so einen Kommentar drunter. Darüber habe ich mich echt amüsiert. Da hat sich jemand echt die Arbeit gemacht, pro Sekunde sozusagen aufzuschreiben, wo ich nicht grammatikalisch richtig gesprochen habe. Was diese Person aber nicht weiß, dass ich hier nur ein paar Stichpunkte stehen habe, aus meinem Leben erzähle und die Dinge in den Kontext bringe, um euch sozusagen etwas leichter zu machen, narzisstische Beziehungen zu erkennen, dass ich das aus meinem Kopf rauskrame und hier nicht ein fertiges Skript irgendwo rumliegen habe, wo ich dann nur noch ablesen brauche. Nein, das, was ich hier mache, ist authentisch und wenn man so spricht, dann passiert natürlich auch, dass man diese Grammatik etwas durcheinander bringt. So, und da habe ich gedacht, was für ein Schwachsinn, ja? Anstatt den Kontext rauszunehmen, den Inhalt für sich mitzunehmen, ging es doch dieser Person gar nicht darum. Und das meine ich auch. Sie sind moralisch korrekt. Sie sagen, oh, ich kann die Grammatik, ich kann alles richtig sprechen. Ich soll mir einen Coach suchen, ich soll nicht so langsam sprechen, ich soll nicht so schnell sprechen, ich soll dies nicht, ich soll jenes nicht. Du bist nie genug. Du bist nie genug. Dabei wollen sie sich hier nur hinsetzen und sich belabern lassen und dann die große Lippe riskieren, kriegen selbst aber gar nichts auf die Reihe. Nichts. Sind die Loser vor dem Herrn und wenn sie irgendwas gewonnen haben, dann nur, weil sie andere beschissen haben, belogen haben, betrogen haben, ausgenutzt haben, richtig miese Gestalten sind.
fallt nicht darauf rein. Das ist Doppelmoral. Und ich sage euch auch mal was. Wenn irgendjemand von sich behauptet, er ist perfekt, na da könnt ihr eigentlich sofort die Beine in die Hand nehmen, weil diese Menschen sind hundertprozentig genau das Gegenteil von dem, was sie sagen. Hundertprozentig genau das Gegenteil von dem, was sie sagen. Denn ich habe gar nicht, das kann doch kein Mensch schaffen. Kein Mensch ist fehlerfrei. Und das ist auch gut so. Wir sind ja auch viele. Und in der Gemeinschaft erreichen wir viel mehr als diese Menschen da, die nur an sich denken, diese Egoisten, die alles verdrehen. Die sind in Wirklichkeit, das sind die Loser, wenn man mal überhaupt in so einem Kontext reden sollte. Ich sage das jetzt mal so. Naja, sie finden jedenfalls immer den Fehler. Sie sagen andauernd, ich liebe dich. Andauernd sagen sie das. Nur das Komische ist, dass du es nicht fühlst. Du fühlst es nicht. Was für ein blödes Gelaber. Weißt du, niemand muss mir sagen, jeden Tag und ständig, ich liebe dich, ich liebe dich, ich verehre dich, du bist die Tollste, bla bla bla. Aber alles, was sie ihr tun und ihr handeln, ist alles andere als Liebe. Das ist auch so ein Widerspruch, der euch im Umgang mit Narzissten immer wieder auffallen wird. Wenn Narzissten von Liebe reden, dann wollen sie was. Sie handeln aber nicht danach, wie ein liebender Mensch handeln sollte und würde. Ja, okay, das heute mal zu diesen ständigen Widersprüchen von Narzissten, die uns im Alltag immer wieder auffallen. Und lasst euch diesen Mist nicht gefallen, fallt nicht darauf rein, denn diese Menschen sind wandelnde Widersprüche und die Oberschlaumeier vor dem Herrn. Und wir wissen ja, Narzissten haben keine Fehler, sie machen nichts falsch, sie sind die Perfektion. Sie sind perfekt, dass sie selber nichts auf die Reihe kriegen und uns dafür brauchen, dass ihr Leben überhaupt funktioniert. Das lassen sie dabei weg. Das zu diesem Widerspruch. Okay, macht's gut, schönen Tag noch und bis bald. Ciao.